Wir haben uns die letzten Wochen das Sigma 105 mm mal genauer angeschaut. Wir sind damit auf Hochzeiten rumgelaufen, auf anderen Veranstaltungen, haben damit auch viel gefilmt. Und heute stehe ich ja im Münsteraner Hafen mit Ronja zusammen, wollen noch mal ein paar Testaufnahmen machen. Und darum geht es heute in diesem Video. Und jetzt kommt dein Part. Lange Brennweiten sind nicht nur für Hochzeitsfotografen, auch für Porträt- und Sportfotografen ein wichtiges Thema. Wir durften daher in Zusammenarbeit mit Sigma und dem Fotofachmagazin Profifoto das neue Sigma Art 105mm Blende 1.4 testen. Wir hatten in den letzten Jahren bereits Objektive wie das 70-200 von Canon, 24-105 und das 85mm im Einsatz. Mit dieser Brennweite in Kombination mit einer unglaublichen Lichtstärke hat Sigma mal wieder ordentlich einen rausgehauen und lässt mit dem Preis von nur 1500 Euro die Konkurrenz verblassen. Sowohl bei Shootings on Location, im Studio, auf Hochzeiten und im Vergleich mit dem Nikon 105mm, auch Blende 1.4, hatten wir das Sigma im Einsatz und konnten es ausgiebig die letzten Wochen testen. Was direkt an diesem Objektiv auffällt, ist die unglaubliche Größe und der Durchmesser der Linse. Klar, wir sprechen hier von Blende 1.4, jedoch hat Nikon das Ganze bei gleicher Blende etwas kleiner hinbekommen. Aber dazu kommen wir etwas später nochmal. Am Hafen von Münster starteten wir unseren ersten Test, sowohl bei vorhandenem Tageslicht als auch bei Blitzlicht. Bei Verwendung von Sony-Kameras mit dem MC11-Adapter ist aber vorher zu erwähnen, dass ein Update zwingend erforderlich ist. Ähnlich wie mit den anderen Sigma-Art-Objektiven funktioniert der Fokus und auch der Eye-Autofokus gut, jedoch nicht so gut wie ein Original-Sony-Objektiv wie das 85mm. Die Ergebnisse und das Bouquet aus diesem Shooting am Hafen haben uns wirklich begeistert. Deshalb erweiterten wir das Shooting zu späterer Stunde auf ein nahegelegenes Parkhaus. Beim Einsatz auf Hochzeiten und bei Filmaufnahmen waren die Ergebnisse ähnlich gut. Und ich hatte in meinen Aufnahmen plötzlich ein Bouquet, welchen ich so noch nie hinbekommen hatte. Selbst mit meinem Canon 85mm Blende 1.2 nicht. Wir stellten uns jedoch die Frage, wie viel Brennweite bei welcher Blende wirklich notwendig sind und wir in der Praxis auch wirklich benötigen. Im Studio erstellten wir einige Porträts mit dem 105er und Blende 1.4, merken jedoch, dass eine solche Aufnahme sich nicht wirklich von einer Aufnahme mit einem 85er Blende 1.8 unterscheidet. Ja, okay, klar, über die Aussage können wir jetzt diskutieren und der Profi wird mir hier was anderes sagen. Jedoch spreche ich von dem sichtbaren Ergebnis für den Kunden, welcher eine minimale Mehrunschärfe am Ohr, wenn die Schärfe auf den Augen liegt, niemals feststellen wird. Oder seht ihr das anders? Das reichte mir als Fazit jedoch noch nicht wirklich und ich benötigte einen Vergleich. Ja, ein Vergleich auf Augenhöhe. Am besten mit einem Hersteller, welcher angeblich zurzeit die besten Fotokameras auf dem Markt produziert. Ja, und welcher kann das sein? Na klar, Nikon. Deshalb erstellten wir vor unserem Büro zwei exakt gleiche Aufnahmen, bei gleichen Einstellungen und genau gleicher Entfernung zur Person. Und das Ergebnis seht ihr hier. Ich denke, die Schärfe ist wirklich identisch. Auf dem Punkt jedoch sehe ich selber kleine Unterschiede im Bouquet und finde diese beim Sigma etwas schöner als beim Nikon. Oder? Stimmt ihr mir dazu? Dazu kommt natürlich, dass das Nikon mit 2000 Euro Anschaffungspreis gut 500 Euro teurer ist als das von Sigma. Und das ist schon einiges. Ich habe für mich nach dem Einsatz mit dem 105er entschieden, dass eine leichtere Ausrüstung on Location auf Hochzeiten mir mehr wert ist als Brennweiten, welche das Bouquet noch krasser darstellen. Ich bewege mich lieber etwas mehr und bin näher am Geschehen dran. Und ich denke, da wird mir wirklich kein Brautpaar einen Vorwurf rausmachen, dass ich nur ein 85er und kein 105er auf einer Hochzeit dabei habe. Bei Business-Shootings und Porträts sieht das Ganze jedoch wirklich anders aus und ist auch für mich eine echte Überlegung, für noch bessere Headshots und noch bessere Bouquets dieses Sigma in meinen Koffer zu packen. Ja, das war es jetzt erstmal zum Thema Objektive. Das Sigma 14mm Video verlinke ich euch hier nochmal eben kurz. Danke fürs Einschalten und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet und uns vielleicht noch ein kleines Abo dalasst. Also, bis demnächst. Ciao.